Ahoi und willkommen zurück. Heute mit einem Video von Darius M., der momentan erfolgreichste Redpiller, glaube ich, überhaupt. Weiß nicht, wo er jetzt ist. Bei fast 400.000 Followern in relativ kurzer Zeit. Er macht auch TikTok-Videos und kleine Erklärungen zu dem ganzen Thema. Ich habe ein übles Video von ihm gesehen vor 2 Tagen und da dachte ich mir, das muss ich bringen. Hier gehört der fette Disclaimer, der nicht alle Polizei ran. Weil das ist schon Ragebait, das ist schon so grenzwertig. Ich habe auch überlegt, ob ich das mache, weil natürlich sofort viele Männer sofort getriggert werden. Hier ist eigentlich Triggerwarnung angesagt. Zeigt die dunkelste Seite von Female Nature. Fucking fake ass unicorns. Also das wünscht man keinem, wenn sich in den Mann reinversetzt, um den es gleich geht. Aber wie gesagt, zum Glück noch nicht alle, aber es ist ein Trend zu merken. Wir werden uns den Clip angucken und dann auch nochmal, was Darius dazu sagt. Ich werde meine Bemerkungen dazu machen. Ich werde auch nochmal ein bisschen übersetzen hier. Ich weiß nicht, wie gut das mit der Übersetzung läuft. Also erstmal, was wir vor uns sehen. Erinnerst du dich an die Zeit, als deine schwangere Freundin Rapper Lil Flip H... steht für Kopf in seinem Rolls Royce gab? Und Boyfriend Watches heißt, der Freund guckt zu. That's just my label. King Life ist, glaube ich, ein Drink, den sie da meint. Ja, das ist praktisch seine schwangere Freundin, die im Club unterwegs ist. Wir schauen mal rein. We show this footage to Steven the next day inside TJ the jeweler's office. She's not drinking, right? Ja, und sie zeigen jetzt diese Aufnahmen, die sie geheim gemacht haben in dem Club und danach dem Freund von ihr. Sie ist schwanger, am Anfang wohl noch, und er ist fassungslos. Und es fängt schon an, sie trinkt als schwangere Frau. Er ist völlig fassungslos. That's what we're gonna ask you, man. She, it looks like she's taking a shot right there. No, she's not supposed to be drinking, man. She's pregnant. No, that's probably water or something, right? Er muss schon rationalisieren, das ist bestimmt Wasser, die hat doch nicht getrunken. Ja, das sehe ich anders. Sie würde mich doch nicht anlügen, ja, er kann es nicht fassen. Wie gut Frauen auch natürlich das Good Girl spielen können quasi, oder wie gut sie lügen können, sagte ich, genug zu evolutionär, ja, sozial hochintelligent. Wenn man ihn jetzt sieht, er wird ihn später auch noch sehen, ist ein relativ großer, attraktiver, schlanker Mann. Also, ja, man fragt sich, wenn es ihm passiert, ja. In the club, Lil Flip suggests that they go outside to talk, and for her to check out his studio. Willst du deinen Drink noch beenden, bevor wir gehen? Jetzt redet sie draußen mit Lil Flip, dem besagten Rapper. It's just pineapple. Also jetzt sagt sie, das ist nur Ananas. Na, immerhin. Wer weiß. Nothing's happened yet. Noch ist nichts passiert. Ah, es war ja gar kein Alkohol, auch wenn vorher, glaube ich, diese Drinkmarke genannt wurde. I mean, my mom drank and I turned out pretty good. She follows him outside. Seine Mutter hat getrunken und er ist ziemlich gut geworden. Oh, das. Like you guys should be following my Instagram at Real Luis Mercado. Just was man noch bemerken kann, jetzt gibt er den Tipp gemacht hat sein Instagram. Und sie ist ganz aufgeregt, dass sie jetzt mit ihm reden kann in seinem Rolls Royce. Man wird sie auch noch ein paar Mal sehen. Sie ist jetzt nicht das Supermodel, ne? Das sage ich ja immer, selbst durchschnittliche oder leicht überdurchschnittliche Frauen genießen eine Wahnsinnsanzahl an Möglichkeiten. Und wenn dann der Hochstatus, höchste Statusmann ankommt, naja. Say the least, she is excited to go chat inside his Rolls Royce Wraith. Yeah, where? Gelinde gesagt, sie freut sich sehr, in seinem Rolls Royce zu sein. Where are they going? Where are they going? I think they're just walking out together right now. Man, this one cannot be real. Er kann es nicht fassen. Er sagt, dass er so und so viele Musikvideos dreht in so und so vielen Tagen. Und sie fragt dann gleich, ob er eine Hot Asian Babe, also eine heiße Asiatin, für seine Videos braucht. Ja, du hast doch meine Nummer. Ruf mich an, ja. Ich will auch Status, Ruhm. Mierda, loco. Yo sabía esta maldita. Er sagt, Mann, ich hab's gewusst. Er ist ganz fahrig, logischerweise. Allen tut's eigentlich schon leid. Es wird noch richtig hart werden. Er sagt, er glaubt, dass er ihr gesagt habe, sie gehen in sein Studio, um ein bisschen Musik anzuhören. Wenn du es für mich unvergesslich machst, werde ich mich nie direkt an deinen Namen erinnern. Also sie sichert ihm Diskretion zu, das ist ihm wahrscheinlich ziemlich egal, das ist eine weibliche Projektion. Sie hätte gerne Diskretion in der Situation. Hat wohl nicht ganz geklappt.
Schätze, der Plan hat nicht funktioniert. Man, that's bull, man. She don't like that type of music, man. I'm telling you, man. She's an into black guy. Ja, er sagt, sie mag doch gar keine Rap-Musik, sie mag doch gar keine Dunkelhäutigen. Ja, was sie sagt und was wirklich ist. And I like that you're a Jedi. Ja, sie meinen, das musst du dir jetzt echt angucken, er will schon nicht mehr. We think you should see it. There is this last word I'm just telling you right now. I really think you need to see it. This will help you make your decision. This is when we can vaguely see inside the car right now. And you're gonna see in about 5 seconds the lights are gonna go off. Das Licht geht aus und der Kopf bewegt sich verdächtig runter auf die andere Seite. Ja, wir ahnen, was passiert. Der Titel pariert es ja schon. No, come on, man. Sam told me that you make sure you see that footage. I don't know if you consider that cheating. Cheating when you... Er fragt noch, würdest du sagen, dass das Betrügen ist? Nein, doch. Willst du mich veralbern, sagt er. After several minutes of singing inside the car, it's very obvious that singing won't be the only thing abusing her throat tonight. Does she go... Da ging die Übersetzung durch, das brauche ich nicht, glaube ich, nicht wiederholen. Following with him? Do they have sex? I mean, is it any better if she's... Fragt, gehen sie den ganzen Weg, ja. Stop there? Of course it's any better, man. Er fragt, meinst du, dass es jetzt besser wäre, wenn es da aufhört? Ja, natürlich. Sie ist schwanger mit meinem Kind. She's friendly with me, baby, dude. God damn it. We were shocked at how quick she gave Lil Flip. Then again, he is Lil Flip and he does drive a Rolls Royce. Ja, sie waren überrascht, wie schnell es geht, aber er ist Lil Flip und er fährt einen Rolls Royce. Das ist praktisch der Apex, ja, der höchste Hypergame, den sie jemals wahrscheinlich erreichen wird. Ja, und Hypergamie kann sich nicht leisten, sich eine Chance entgehen zu lassen, ist der alte Spruch. When finished, she asked about going to the studio. We go into the studio. We ain't gonna be able to go, we gonna have to go next time. Ja, sie fragt, ob sie jetzt noch ins Studio fahren, er sagt, nee, wir könnten aber nächstes Mal. I gotta go back to H-Town. Next time. Next time. Alright, I'll be waiting on that. You sure? I'll see. Alright, deal. But Lil Flip was instructed to make an excuse and to have her leave, as she's clearly cheated once again on Steven. Sie hat anscheinend vorher auch schon mal ihn betrogen und anscheinend ist er mit drin und sie haben ihn instruiert, dass er sagt, du, ich habe keine Zeit, um zu gucken, wie weit sie geht. Stefan, there is something else I want to show you. I think you should see this, because she didn't go to the studio with them, they didn't leave anywhere afterwards. Man, you told me that stopped there, that's it, no? As if things couldn't get any worse, later that evening, Lil Flip received a Snapchat from Steven's girlfriend. She sent him a video afterwards. I'll just play it for you here. I know you was busy earlier, but I just got my girl to come with me and... Nachdem sie ihr Ziel nicht erreicht hat und mit ins Studio kommt, um Musik zu machen, schickt sie ein Video von sich und ihrer Freundin, um noch zu zeigen, guck mal, du kannst auch einen Dreier haben, kein Problem, ne? Ganz schön abgefahrene Scheiße, Mann. Was dann auf einmal alles geht, das zeigt natürlich auch, wenn das Interesselevel riesig ist, ja, sei es jetzt aufgrund des Status, in dem Fall, dann geht auf einmal alles. Das hat er bestimmt nicht bekommen, ein Dreier mit der Freundin. Ja, ist klar, er kriegt halt den Seestern. Er ist halt der treue Beta quasi in der Konstellation. Und dann sieht man mal, was alles möglich ist. Ja. Seeing as she felt rejected earlier, she decided to up the pot and up the ante by implying it with her and her friend. So I guess what happened was she wanted to keep seeing him, so she grabbed her friend and... They ended up going over to a hotel. We have that footage right here as well. Und sie ist dann mit der Freundin ins Hotel gegangen. And then just walking in. I mean, this is bull. All this shit. That's is thing. That's no, exactly you and you, everybody here is bull. It's life, man. Steven. Er wird's nie warm. Steven is heartbroken for obvious reasons. And he now has a big decision about what he's going to do with his soon-to-be baby mama. We suggest next time, if they cheated on you once, they'll probably do it again. Ah ja, okay, sie hat anscheinend, und das wird aus dem Bericht nicht so ganz klar, ihn anscheinend schon mal betrogen und deswegen hat er vielleicht auch das Ganze gestaged, war sozusagen einverstanden mit der ganzen Sache. Das wird jetzt aus dem Clip nicht klar, aber das ist richtig, was hier gesagt wird. Ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ganz einfach. Ja, Betrug ist immer glasklar, rote Karte. Skandal! In Beziehungshinsicht. Aber gut, jetzt sind die beiden verwickelt. Jetzt hat er ein Kind mit ihr. Ja, was soll er machen? Soll er die auf die Straße setzen quasi? Dann kann er 18 Jahre bezahlen und sein Kind nicht sehen. Das ist ja das Schlimme eigentlich daran. Er ist in einer unmöglichen Situation.
And before proposing or having a baby with someone, you should put them to the test. TJ. Ja gut, das sagen die Macher dieser Sendung natürlich jetzt, bevor du jemanden heiratest oder ein Baby mit jemandem machst, solltest du denjenigen auf die Probe stellen. Es gibt ja auch so Tests über Social Media, wo dann einer einen Chat sozusagen in ihre DMs dann schreibt und guckt mal, ob sie anbeißt oder so. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Experimenten, Treue-Experimente. Das ist jetzt hier so die etwas extremere Variante. TJ, the jeweler, tells Lil Flip about Steven's girlfriend being pregnant. We should tell Flip, she's pregnant. So that girl last night... She was pregnant. Jetzt sagen sie ihm, sie war schwanger. Seine Antwort. She pregnant? Yeah, we didn't know that though. We didn't know. Well, look like she having twins now. Sieht so aus, als ob sie jetzt Zwillinge hat. Yidi. She belongs to the streets. Yibi. So, das ist Darius. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. The truth, most men. Ach ja, was ich vorher noch sagen wollte, ist interessant. Also auch... vor RP und Evolutionspsychologie und so weiter, sie hat ja schon das Kind von ihm. Ja, also es ist nicht verdeckte Ovulation, also praktisch sich das Kind vom einen machen lassen und vom Beta großziehen lassen. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob das Programm auch läuft, wenn der Körper bereits registriert, dass sie schwanger ist. Ich denke mal, es geht darum, dass die Chance, auch nur die Mini-Chance, auch wenn sie sich, glaube ich, irgendwo bewusst sein muss, dass das keine Chance ist, was sie da nimmt, auf hohen Status, auf die Spitze der Pyramide schon ausreicht, um alle Grenzen zu überschreiten. Ich würde sie als Materialister sehen, wenn wir jetzt Practical Female Psychology zugrunde ziehen, was ja im letzten Teil kam. Ja, also auf jeden Fall stark hypergam. Vielleicht auch noch verstärkt, jetzt mit dem Baby. Ich vermute, vielleicht ist er kein guter Verdiener. Ja, vielleicht ist für sie eben Geld sehr wichtig als Materialister. Auch wenn sie so aussah wie eine Abenteurerin jetzt in diesem Zusammenhang. Ja, Dopamin und so und Party. Ich glaube, dahinter versteckt sich irgendwo das Gefühl, eben noch den besseren Deal zu kriegen. Das ist nur ein Geschäft. Auf eine sehr eklige Art und Weise an der Stelle. Nun gut, schauen wir mal, was er sagt. Fail to understand about women. They will do anything for the right guy or the right price. Keep. Frauen würden alles tun für den richtigen Mann oder den richtigen Preis. Das ist seine Analyse. Sehr, sehr bittere, zynische Analyse, würde ich sagen. Aber wenn wir uns den modernen Datingmarkt angucken, die Hookup-Culture, den Wegfall der sozialen Normierung, wird das wahrscheinlich für die meisten stimmen. Ich meine, ist ein sehr harter Fall, keine Frage, sagte ich schon, ja, aber... Keep that in mind. It doesn't matter how long you guys have been together. The dude has a pregnant girlfriend. I'm quite sure he's done a lot, he's invested a lot of time, emotions and energy and effort. And all it takes is one night out. All it takes for her to go on a girl's trip or have one little hot girl summer and boom, she's back out there. Ja, also eine Girls Night Out reicht schon, sagt er. Und er ist halt der Beta, der investiert hat und so weiter. Ne? Das kennen wir ja alles, das muss ich jetzt nicht nochmal runterbeten, wie die zwei Seiten aussehen der Medaille. Nein, 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 du hörst mir nicht zu. Ich rede von dem Moment, in dem du die ganze Kontrolle abgibst. An die Frau. Und dann bist du komplett machtlos. Mhm. Du gibst alle Macht an sie ab. Genau dieser Moment ist der Zeitpunkt, an dem sie dir das Herz rausreißt. Als erstes fickt sie den Postboten, dann wird sie schwanger von irgendeinem Kerl. Ich schwör's dir, genauso passiert das immer. Achso. Und es wiederholt sich exakt gleich. Bei jeder einzelnen meiner Beziehung. Mhm. Immer gleich. Most women are for the streets. I'm gonna be honest. Die meisten Frauen sind für die Straße. Du musst die Straße fühlen, sie schmecken, verstehst du? Du musst sie riechen, sie hören. Er hat auch denselben Satz, den ich auch nehme, gesagt, er würde Frauen nicht so weit trauen, wie er sie werfen kann. In der heutigen Zeit ist der wirklich zunehmend richtig, gerade wie gesagt, wenn die soziale Normierung immer weiter aufgelöst wird. Ja, die narzisstischen Egos immer weiter steigen. Mein Ego? Dein Ego. Wie meinst du das, mein Ego? Das ist ein Wahnsinns-Ego. Sieh dir mal dein Ego an. Oh bitte, dein Ego ist so groß wie ein Dinosaurier, riesig. Die hat auf jeden Fall Cluster-B-Anteile, das wollte ich noch erwähnen, aber... Ja, traurige Erkenntnis. Man muss auf der anderen Seite sagen, die Red Pill-Paranoia ist natürlich auch ein Thema. Bei Klaus Thiele gab es da, glaube ich, ein gutes Video zu. Ja, es bringt jetzt auch nichts, in Paranoia zu verfallen. Das ist ein anderer Red Piller, hat es noch härter ausgedrückt. Immer wenn er seine Frau nicht mehr sieht, wenn die aus der Tür raus ist, geht er direkt davon aus, dass die mit drei Farbigen zugange ist. Also man kann das Ding sogar noch höher schrauben, wenn man will. Schwieriges Thema an der Stelle, weil A, man nicht alle Frauen in die Pfanne hauen soll, absolut nicht. Aber Vertrauen, glaube ich, heute fällt zunehmend schwerer in dieser Kultur. Du warst mal jemand, dem ich vertrauen konnte. Even your girl. And she was there, out there, riding a carousel, hooking up with guys. Now she got to tell you, I only been with 2, 3, 4, 5 guys, and that's it.
Ja, er spricht die Ho-Face an, ja, diese Partyjahre von 18 bis 28, ja, die auch ein bestimmtes Muster ins Gehirn bringen, dich verprägen an der Stelle auch. Ja, ist ja oft genug zugesagt worden, was es dann heißt, wenn man der treue Beter ist, der dann da mit 28, 30 wartet und die Alte vom Karussell abholt. Du hast doch einen Schwanz, oder? Ja. Okay, dein Schwanz liegt auf einer geraden Linie, richtig? Links davon und rechts davon hast du zwei Taschen, richtig? In den beiden Taschen ist Geld. Schau in einer der beiden nach, bezahl die Rechnung. Ist ja nun mein Hauptthema, insofern... She only gotta count those as relationships, not all the quick hookups. Ja, das sagt er, den Body Count, den Frauen immer halbieren oder dritteln, instinktiv, immer noch, trotzdem ja gar keine Normierung mehr da ist, weil das auch ein biologischer Imperativ ist, die Vaterschaftssicherheit im Mann, wird natürlich angesprochen dabei. Viele Männer mit einem starken MH-Komplex, sagte ich schon, ekeln sich geradezu vor promiskuitiven Frauen. Was zum Teufel bist du? Oder würden sie auf jeden Fall niemals als Freundin ansehen oder als Langzeitpartnerin. Und Frauen zählen dann, haben ja eine gute Kompartmentalisierung, wie ich immer sage, den Zauberwald. Da, 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Und zählen dann nur die festen Beziehungen und nicht die ganzen Typen zwischendrin, damit es dann besser aussieht am Schluss. Tugendhaftigkeit signalisierend, Charme externalisierend nach außen. Or the guy that she met at the club. And she got a little one night stand, a little fling, a little hookup, and then it's back to going to you. And when you guys get together again, or she comes home, she's gonna say, "Oh, I had a fun time, baby. You know, me and my girls, we just dancing." No, baby, listen. Er sagt, sie geht dann Girls Night Out. Das ist ja auch ein beliebtes Thema in der RP. Viele sind so hart dabei, dass sie sagen, gibt's nicht. Ende. Klare Grenze, gibt's nicht. Du bist meine Freundin, okay, dann bleibst du hier. Sowas gibt's nicht mehr. Ja, und wenn sie sagt, nö, ich mach mein Ding, ja, dann ciao. Wer glauben Sie ist dieser Mann? Gott? Nein, Gott kennt Gnade. Er nicht. Wäre die harte Linie an der Stelle. Und es ist ja auch durch Studien bewiesen, dass, wenn sie jetzt die Gene streuen will, dass gerade Frauen am Eisprung gerne Girls Night Out machen, das ist das Testosteron oben. Da sind sie eine andere, in Anführungszeichen, ja, die weibliche Ambivalenz, die Optimierung der Paarungsstrategie. Ich habe viel darüber gesagt. Ja, Feels Before Reels wird er gleich noch ansprechen. The bars and the clubs are the easiest, quickest situation where you can get with women and hook up real quick. Because now it's back to your normal life. Now it's back to the girlfriend, the wife, and now they have to, you know, be on their best behavior. Listen, every woman wants to unleash that animal. Every woman has a freaky sexual side. And I'm being honest, when she gets in a relationship with a guy or married, there's a high chance she would never reveal that sexual side, that animalistic nature. Ja, und da spricht er den Punkt an, den ich auch schon mehrfach angesprochen habe. Wenn du sie protestalisierst, ja, Madonna-Dirnen-Komplex kommt noch. Ja, wenn du sie aus ihr sozusagen eine Heilige machst, dann kriegst du die Dirne nie zu sehen. Das ist, was viele falsch machen, indem sie wertmäßig Frauen gegenüber kommunizieren. Und dann springt sofort die Automatik an und sie will in deinen Augen natürlich gut sein oder tugendhaft oder wie auch immer. Und holt sich dann vielleicht die andere dunkle Seite sozusagen eben hintenrum, weil es ist in der plausiblen Abstreitbarkeit dann in der Bar nachts einfach so passiert. Es ist einfach passiert, Joey. Ja, natürlich, ich weiß. Es ist einfach passiert. Es könnte jedem passieren. Es war ein Unfall, richtig? Du bist ausgerutscht, auf den Boden gefallen und dabei landete zufällig dein Schwanz in meiner Frau. Und kann es dann komplett kompartmentalisieren, kommt zu dir zurück. Und in ihrem Bewusstsein kann sie das anscheinend komplett verdrängen. Ich sagte mal, dass Frauen so gut evolviert sind, dass sie ihre eigenen Lügen glauben. Im Ninja-Panzer-Video mal erläutert, wie der Tugendhaftigkeits-Signalisierungs-Charme-Externalisierungsapparat bei Frauen so funktioniert. Der Wow-Side. Because she wants to keep her boyfriend. And that's the thing, most women, they will give you bland, boring sex. They will give you the sex that's like basic. She won't go over the top because if she does and you guys are in a relationship, you gotta think, man, who did she give this type of sex to? Ja, ist eine interessante These, die er aufmacht. Also wenn du den Seestern sozusagen nur kriegst und nie die Dirne zu sehen bekommst, hast du selber schon psychologisch vorher einen Fehler gemacht, absolut, weil du wertend drangegangen bist, weil du ihr signalisiert hast, dass du eben die Dirne nicht schätzt. Das ist gut. Nein, widerlich. Ja, deswegen ist es immer gut, Frauen nicht werten zu begegnen, dann erzählen sie dir auch all ihre Geschichten. Dann musst du aber, und jetzt kommt er zum männlichen Ego, dass das häufig nicht ertragen kann oder die Vaterschaftssicherheit natürlich auch. Und dann kommt dieser Gedanke, oh, mit wem war sie alles und so. Das ist ja schon wieder aber zu stark im Ego, zu obsessiv. Ich sagte mal, heutzutage kriegst du keine Jungfrauen mehr. Das war früher mal so, heute nicht mehr. Insofern muss man damit eh umgehen lernen.
Also jeder damit ein Problem hat. Er spricht jetzt hier ein Dichotom an. Like, that's crazy. She just did some mind-blowing trick. Like, wow, what the heck? Then you're gonna start getting a little insecure. Then you're gonna start feeling some type of way. And women understand men have egos. Especially if you're investing financially. You're doing this, you're doing that. Ja, wenn du dich zum Versorger machen lässt. Wir hatten ja die Unterscheidung zwischen Alpha, Beta, Versorger und Liebhaber. Wenn du dich ganz klar als Freund, als langfristiger Partner in die Versorgerkategorie einordnest. Warum tust du denn sowas? Dann kann es genau zu dieser Entwicklung kommen, dass sie sozusagen unehrlich ist und dir diese Seite sozusagen nie zeigt. Oder Angst hat, sie zu zeigen, um dein Ego nicht zu verletzen. Women don't want to give you any sort of impression that she sleeps around or she's dirty or she's nasty. Women have, all of them have passed, every single one. But they won't tell you this. And they like to actually just indulge a little bit and get away from the boyfriend, girlfriend, you know, husband, wife sort of lifestyle, just to see how it used to be. Just to dip their toe right back in the water. Ja, da spricht das an. Wenn dieses Schema in den Partyjahren, wie man sagt, natürlich angelernt wurde, dann will man ja auch immer wieder mal dahin zurück. Ja, nur mal den Zeh reinstecken, nur mal kurz wieder freaky sein, nur mal wieder wild sein, wie damals in den 10 Jahren, als ich zur Alpha-Witwe geworden bin. Am Ende. Und jetzt bei ihm bin und das ist langweilig. Gut, typischer Fall heutzutage, wie gesagt, mit der Sozialnormierung. Oh man, that was fun. All right, let me get back to what I used to do. Let me get back to the white picket fence. Let me get back to the hubby. So... White Picket Fence und Hubby ist der weiße Gartenzaun um das Haus und der Hubby ist der Ehemann. Ja, dann wieder Heilige sein, ja, wenn sie eine starke Spaltung hat in Madonna und Dirne. Ja, dann passieren genau solche Effekte. Denn die wird auch durch den Mann befeuert. Also das Kapitel kommt noch, dauert noch ein paar Wochen. Aber da werde ich doch mal genauer drauf eingehen. If any of your girlfriends or your wives say, oh, I just want to have a girl's night out, we just gotta go get some drinks. Really? She's gonna go get some drinks. Now, I'm not saying that you can't trust your woman or you should let her go out and should, you know, keep her in a ball and chain and keep her locked up in the house and throw away the key. I'm not saying that. Er sagt natürlich auch dasselbe, was ich auch sagte, nicht in diese Red Pill Paranoia fallen und sie komplett wegsperren, am besten noch mit Kugelkette am Bein irgendwo. But I'm saying, listen, if she suggests that, hey, me and my girls are going to go out, just understand there's a high chance that she could hook up with a guy, meet a guy, because listen, women go off feelings. They go off the emotions. And if the music is going, dum, 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 dum. All it takes is a few drinks and the sound is going and she's dancing a little bit. Now she's feeling herself. She doesn't get that sort of feeling when you guys are together. Ja, also da kommt diese Dopamin-Ausrichtung rein. Kokainum. Also doch dieser Abenteurerinnen-Teil quasi, ja, wenn du sozusagen dich da auf dem Karussell... Wunderbar. Und da spritzt es jetzt richtig raus aus den Gurken. Das Gurkenkarussell dreht sich ganz astrein. Ist gar nicht so einfach hinzukriegen. Wir haben es vorher mit kleineren Gurken ausprobiert und so. Ist gar nicht so einfach. Wenn du Abenteurerin erzogen hast und dann kommt dieses Feels Before Reels, spricht da an. Und dann geht's halt in so einem Club ganz schnell, dann ist die Sache ganz schnell erledigt. Finde ich wiederum ein bisschen unterverantwortlich. Wenn Sie scheitern, ich habe keine Schuld. Ich übernehme keine Verantwortung. Kommt mir bekannt vor. Aber wenn man die Neurologie kennt und so weiter, hat er absolut recht. Da sie im Moment lebt dann wieder und auf ihre Gefühle eben eher reagiert als auf ihre Vernunft. Und auch so tolle Externalisierungsmechanismen hat und sich eben super selbst betrügen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, wie er sagt, doch heutzutage gerade mit modernen Frauen sehr hoch. You're at home, when you're holding hands at the mall, when you guys are at the in-laws house, she can't get that sort of satisfaction, that stimulation. So she gets it when she goes out to the club. Ja, und hier geht es um die Dopaminstimulation. Auf der Beta-Seite gibt es ja die Serotoninstimulation. Also wenn du nicht genug Alpha bist, sagte ich schon mal 70-30, also nicht genug Dopamin, auch supplementierst, das hatte ich auch in Neurologie, dass irgendwann in der langfristigen Paarbindung das Dopamin, was am Anfang durch die Intimität und die Neuheit freigesetzt wird, dann durch langfristige Aktivitäten und andere Dopaminreize, gemeinsame Interessen auch supplementiert werden kann und vielleicht auch durch Einfallsreichtum im Schlafzimmer. When she goes out to the bar, when she goes out to different events, the nightlife. Right? See, the boyfriend and husband, you're usually for events as far as comedy shows or, you know, you guys go to an art event or a museum or maybe a theme park, but nothing that's, you know,
robust and out there, that there's a lot of different people, moving parts, people rubbing elbows, touching. Listen. Ja, er schränkt es aber auch gleich ein, was ich sagte, und sagt, okay, selbst wenn man das macht, nichts ist so prickelnd wie was Neues, Aufregendes, Unerwartetes. Dopamin gibt es natürlich am meisten für das unerwartete Ereignis. Klar, da hat er schon recht. Women like that stuff. Now, I'm not saying that you should have your girl be able to go out and everything like that, but just realize that if she suggests, hey, babe, I'm going to go out, and you see she has a new outfit and she never wears anything like that with you, you're like, man, that looked kind of good. Er sagt, wenn sie sich dann richtig heiß macht, was sie für dich nie macht, und ich sage, ich gehe mal aus, dann kannst du aber davon ausgehen, was sie damit erreichen will. Dann sagen sie mal, ich mache mich hübsch für mich. Nein. Das ist absoluter Blödsinn. Das war das Schwachsinnigste, was ich je gesehen habe. Nein, es geht um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie weit diese Aufmerksamkeit sich auch in Intimität ummünzt, ist natürlich dann die Frage. It's kind of tight a little bit, not too high up, but you're like, wow, she, you know, and you're like, babe, she's just, babe, just trust me. And in your mind, you're like, okay, you know what, I don't want to feel like a controlling guy, like an insecure dude, so, baby, I trust you. Ja, gutes Gaslighting erkannt. Du vertraust mir doch, ne, typisches Gaslighting. Klar, und er sagt dann, ja klar, damit er nicht als schwach dasteht, weil Eifersucht ist ein Zeichen der Schwäche, das stimmt. Also das ist sozusagen dann Kriegsführung auf der Meta. Ne? Wenn nicht, kann sie dir ewig in den Ohren hängen, du hast mich nicht weggehen lassen, du vertraust mir nicht, du bist schwach, insecure, dann kommen sie mit der Beschämungstaktik als nächstes, Small D Energy und so. Aber wenn man Female Nature kennt und die Neurologie kennt und die Umstände kennt, ist dieser Einwand berechtigt. Sie verstehen, was das bedeutet? Dass ihr Jungs euch nicht verscheißern lasst. Ja, etwas in dieser Art. Und ich sagte vorhin schon, ja, dann muss man klare Grenzen setzen können. Also wären wir wieder bei der Grenzsetzung. Halt den Stand! Schenkt ihnen nichts! Und dazu muss man eben sehr bei sich sein, nicht so sehr an der Frau hängen, ja, um nicht im Happy Wife, Happy Life im Frame der Frau operieren, ja okay, ich lasse dich weggehen, weil ich Angst habe, dass sie mich verlässt, sondern man muss sich dann klar äußern und klare Grenzen setzen. I believe you, I know you're not gonna do any of that. And she's like, okay, all right, thanks babe, I'll be back in about 3 hours. All it takes is 3 minutes for her to hook up and smash. So if you think she's not gonna do anything, you're sadly mistaken. This happens way more often than you think. Women having boyfriends and husbands, and they're like, okay, well, he's not gonna know anything, right? Women cheat way more than men. Reason being is, number one, it's way more easier for them to cheat. Und da sagt er was sehr Wahres. Mittlerweile gibt es Statistiken, die besagen, dass Frauen häufiger fremdgehen als Männer. Und wenn das Selbstangaben sind, kannst du aber davon ausgehen, weil Frauen in solchen Umfragen immer dazu tendieren, unterzubewerten. Das tun sie ja schon von Natur aus. Sie dritteln den Bodycount, sagte ich schon mal, oder halbieren ihn zumindest. Versuchen immer, Sachen rauszurechnen oder sich einfach aus Bewusstsein rauszuschieben. Ja, wie vorhin erwähnt, heißt, Frauen gehen wesentlich mehr fremd als Männer. Sogar wesentlich mehr. Nicht nur diese paar Prozente, die es da sind. Bin ich auch der Meinung. Warum? Gelegenheit macht Diebe. Er sagt's. Mit den Möglichkeiten der modernen Frau, mit dem 50-fachen Hebel am Datingmarkt, wo selbst die durchschnittlichste Frau denkt, sie ist eine 10, wenn sie das Ding einmal anmacht, allein nur. Ja. Da ist sozusagen die größte Disparität. Die Wurzel allen Übels habe ich nicht umsonst so genannt, meine erste Reihe. Wenn man es jetzt auf Online bezieht, ist der Hebel gewaltig. Aber auch sonst ist es ja so. Ich sagte schon, wenn mein Mann in eine Bar reingeht und sagt, wer möchte hier mit mir schlafen, dann wirst du rausgeschmissen. Das ist Sparta! Und wenn eine Frau reingeht, dann bildet sich halt eine Schlange. Also Männer und Frauen sind nicht gleich und an der Stelle nun mal besonders nicht und in der modernen Zeit nun mal erst recht nicht. Von daher würde ich das sehr unterstreichen, was er hier sagt. All you gotta do is tap a guy on the shoulder and say, hey, let's go to the bathroom. Hey, let's go hook up. Or like Lil Flip, the rapper and her. Hey, let's go to your car and get in the Rolls Royce. Ja, er sagt es auch. Man braucht nur auf die Schulter tippen und sofort geht's. Ja, also man kann sich gar nicht genug klar machen, dass eine durchschnittlich attraktive Frau mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten in ihrem Leben haben wird und auch mehr umsetzen wird davon, als selbst der hübscheste Mann jemals auch nur davon träumen kann. Ja, so stark sind die Gegensätze. Auch wenn die Apex-Spitze die Top 10% der Pyramide natürlich auch aus dem Vollen schöpfen kann, es ist kein Vergleich. Und das hat halt die moderne Zeit jetzt mit Online-Dating verstärkt, würde ich die Aussage treffen, natürlich in sich. Ich möchte hier auf gar keinen Fall Panik verbreiten, aber ich möchte auch nicht, dass wir dumm sind. Royce and give him some top and that's it. He busting and that's all she wrote. And on top of that, a lot of these women, they'll keep the guy's numbers.
They were like, okay, you know, I'm gonna keep this guy's number. So if he comes back into town, or if I'm feeling stuck away, or if he's at that club or bar again, we can hook up again. So now she has her little permanent hookup. She has her side guy. Guys, it's deep. It's a lot of levels to this. And number two, women like to have a variety. They like to have a guy that's, you know, she says she doesn't really like black guys. She's not really into him. Guys, it really doesn't matter. Women go off feeling. So they can tell you something, but if she's feeling good and hot and ready. Ja, er sagt, Frauen operieren auf Gefühlen. Das, mein jetziges Gefühl ist meine absolute Realität. Like a pizza out of the oven on that day, she's gonna make it happen. Wenn sie sich heiß fühlt wie eine Pizza, die gerade aus dem Ofen kommt, dann wird sie es möglich machen. Ja, wie gesagt, sehr kritischer Bericht. Ich will mich an der Stelle auch nicht wiederholen. Ich habe, glaube ich, im Verlauf des Videos alles dazu gesagt. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu paranoid und nicht zu sehr auf dem Trip Warmen Ain Shirt. Du bist abgrundtief hässlich. Ja, aber er hat hier einen ganz wichtigen Trend angesprochen und einen sehr extremen Fall geliefert, muss ich sagen. Wirklich extrem. Ich habe lange nichts mehr gesehen, was mich so schockiert hat, ehrlich gesagt. Und ich schaue mir viel in dem Bereich an. Und deswegen wollte ich das mal mit euch teilen, in dem Bewusstsein, dass ihr euch der Risiken bewusst seid, aber auch nicht völlig Incel-Rage-baitig jetzt ausrastet. Flipp noch aus. In den Kommentaren. Und damit endet meine Arbeit hier. Eure beginnt jetzt. Ahoi und bis bald.